Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Lucas, die Basement-Demo. Und schon geht's ab in den Keller. Na, das ist ein kleiner Playable-Teaser. The shock is what I expected to happen, the final product. Wir gucken mal. Es wird wahrscheinlich nur ein kleines Spiel sein, wahrscheinlich. F to use Flashlight. Klick, oh, das ist eine ziemlich große Tür. Also entweder sind wir sehr klein, oder ist eine große Tür. Ich tippe mal darauf, dass wir sehr klein sind. So, Spiel sieht auch flüssig aus. Ich denke mal, wir müssen in den Keller. Oder? Guck mal. Ja, da, hier geht nichts. Okay. Hallo. So, okay, gut. Ist ein schöner, vollgekramter Keller. Also hier könnte ich mich schon instant wie aufregen. Wer stellt seine Regale so hin? Warum macht man denn sowas? Wieso? So, was haben wir denn sonst? Ah, ein paar Sprühdosen, ein paar Lackdosen. Wunderbar, noch ein kleines Ölfass. So, rennen können wir, das ist Rennen. Wir sind also ein kleiner Junge und wir sind anscheinend ein Junge mit Hinkebeinen oder so. Weil Rennen ist nicht. Rennen ist nicht. So, wir gucken mal hier vorne. Jo, keine Ahnung, was jetzt hier, was... Okay, sind wir jetzt im Keller eingesperrt? Also, scheint ja, wenn die Tür oben nicht aufgeht, sind wir wohl eingesperrt, per se, ne? Per Definition. Aber was sollen wir jetzt hier? Wohnen wir hier? Wurden wir von unseren Eltern eingesperrt? Sind wir vielleicht ein Kobold und leben hier unten im Keller? Hm, wer weiß. So, checken wir es mal ab. Und bitte, ihr Lieben, triggert bitte nicht ohne Ende diese Jumpscare-Sounds. Die sind echt übel. Die sind echt übel. Und ich bin so scheiß schreckhaft. So, komm, hier komme ich noch nie durch, wa? So, ja, Stummarrest, absolut. So, okay. Kann ich denn irgendwo hier... Oh! Ich weiß nicht. Eine etwas spät aufploppende Wand. Okay, gucken wir mal, ob wir hier irgendwo durch die Tür kommen. Weil anders kommen wir erstmal nicht weiter. Nee. Nee. Müssen wir erstmal einen Schlüssel finden? Europalette! Bisschen große Europalette, aber Europalette. So, habt ihr irgendwo einen Schlüssel gesehen? Da sieht alles nicht gut aus. Vielleicht hier im Müll? Nein. Alte Lappen. Meinst du, die ersten Jumpscares sind durch spät aufploppende Assets entstanden? Das vielleicht. Vielleicht. Oh, hier, Schlüssel. it's just a key. Aber take him doch bitte, please. Was? Nimm ihn doch! Nimm ihn! Europalette! Ich frage mich, warum haben Leute... E-Pal! Plopp! Genau. Warum haben Leute im Keller Europaletten? Das macht überhaupt ja keinen Sinn. Es macht in so vieler Hinsicht keinen Sinn. So. Okay, alles klar. Wir müssen die Tür erstmal quasi berühren, damit wir feststellen, dass sie verschlossen ist, um erst den Schlüssel aufnehmen zu dürfen. Finde ich mal so ein bisschen komisch in Spielen, tatsächlich, irgendwie. So. Das E-Pal-Icon braucht eigentlich noch ein Sektglas. Okay. Was ist nun? Oh, oh Gott, oh Gott. Kommt da her. Oh, okay. Mach auf das Ding. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Europalette. Oh, ist denn für... Wieso denn so ein Keller, ey? Wieso so ein Keller? Der ist echt groß, der Keller. Alter, wie viele Europaletten hat der hier am Start? Oh Gott. Wie? Was? Was ist denn los? Wie? Wo soll ich denn hin? Was soll ich denn tun? Bin ich jetzt eben am Kreiselofen hier? Oh, Licht. Warte, wie? Wer ist er? Wie? Okay, er verfolgt uns. Und ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Er ist so eine Schlappwurst. Er ist so eine Luftpumpe. Mach da die Taschenlampe an. Lauf, Junge! Lauf! Oh, er ist so lahm!
Wahrscheinlich. Oh, nee. Wahrscheinlich haben wir so Glocks an. So Holzschuhe, mit denen man überhaupt nicht laufen kann. Oh Gott. Kann ich jetzt raus? Kann ich jetzt raus? Nein! Hallo! Was ist denn? Wo, wie? Knallt der mich hier ab oder was? Was soll ich denn hin? Aha, okay, gut. Kann ich jetzt raus? Er hat jetzt die Tür aufgeschossen, oder? Oben. Er ist doch von oben gekommen. Oh Gott, Alter! Lukas! Ja, das war ganz schön übel. Oh Gott! Okay. Aber, Putenpelle Deluxe, so. Thank you for playing this short demo. Ja, am Arsch, du Penner, Alter, am Arsch. Oh Gott. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr das noch nicht habt, abonniert doch bitte den Kanal, helft dem Kanal zu wachsen. Und wir sehen uns zum nächsten Schlüpferspringer. Bis dann!